sind die und die und im Altbau sind die anderen. Ach so, stimmt. So, irgendwie so weit. Hm? Ja, aber das ist schon nicht gelernt, schon 10 Jahre. Ja, ja, aber da kann man es sagen. Dazu? Ja. Und ich habe vor, zu studieren. Also ich möchte gerne Wirtschaftsingenieurwesen studieren und diese Möglichkeiten gibt es hier in diesem Umfeld nicht, also nicht in Wittstock. Dafür müsste ich schon in eine große Stadt gehen, nach Berlin beispielsweise und nach Leipzig, also ist sie nicht hier. Und Ausbildungsplätze gibt es zwar hier auch, aber naja, also ich finde mehr für die männliche Fraktion. Weil alle meine Cousinen jetzt, die sind alle in Richtung Hamburg oder sowieso weg. Haben Familie gegründet und so die Cousins, die sind dann doch schon eher hier, arbeiten in der Nähe oder wollten eigentlich nicht weg, müssen sich dann aber auch beruflich eben anpassen und vielleicht auch weiter weg auf Montage und sonstiges, aber die sind hauptsächlich in der Region hier, das kann ich schon erkennen und in Wittstock selbst eigentlich auch, also wenn man so abends weggeht oder so, merkt man schon, dass mehr Männer hier sind als Frauen. Schon gibt es eigentlich was Chronotex, wo man hier arbeiten kann. Sonst ist ja hier nur Stroß. Ich wollte einfach bloß nicht vergammeln hier. Auch mehr erleben und so. Ich würde jetzt sagen, dass es überwiegend eben halt der Mädchenteil ist oder Frauenteil. Wahrscheinlich aus diesem Grund, weil sie vielleicht selbstständiger und selbstbewusster sind wie die Jungs, eben halt jetzt wegzugehen. Das ist jetzt durch mehrere Studien schon bestätigt worden, dass also zunehmend mehr Jungs Probleme in der Schule haben und Mädchen offenbar die Schule besser meistern können als noch vor was weiß ich wie vielen Jahren. Womit das jetzt genau zusammenhängt, das kann ich leider nicht sagen. Das Phänomen scheint da zu sein. Und wenn eben so ein Bildungsbewusstsein auch entstanden ist, auch bei jungen Mädchen, bei Frauen, dann kann ich mir vorstellen, dass dann auch in der Folge von Schule auch eine entsprechende Arbeit gesucht wird.